begrüße euch herzlich zur dritten Ausgabe von Rookie Racing Sport. Wir berichten aktuell von den Geschehnissen der Rookie Liga 2018. Was ist die Rookie Liga 2018? Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ambitionierte Rennfahrer, die angefangen haben, ins Renngeschehen Assetto Corsa auf der PS4 einzusteigen und wollen online gegeneinander Rennen fahren. Und seit Februar gibt es diese kleine Community und sie hat sich in den letzten Wochen prächtig entwickelt. Wir sind ein großer Kreis an Stammfahrern, so circa 12 bis 16 Stammfahrer haben wir. Wir kommunizieren über Facebook und über die Homepage, natürlich auch über die PS4 kommunizieren wir. Und wir haben es geschafft, relativ professionell einen Rennbetrieb auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, wir trainieren montags, haben dort feste Zeiten und haben mittwochs den Rennabend. Auch hier immer um 19.45 Uhr geht es los. Vielleicht habt ihr ja schon mal den Livestream gesehen. In diesem Format berichten wir darüber, was hat sich alles getan, insbesondere wie sind die Rennen ausgegangen, was passiert im nächsten Lauf, was haben wir zu erwarten. Wir berichten von Specials. Heute berichten wir von einem Rennfahrer, der mir exklusiv als Interviewpartner zur Verfügung stand. Wir berichten über den Audi TT Cup, weil das wird unser neues Fahrzeug sein, mit dem wir ab sofort den 6. bis 10. Lauf durchführen werden. Ihr habt richtig gehört, wir wechseln nämlich das Fahrzeug, um es einfach spannender zu machen, den Ligabetrieb, und nicht, dass man stur 10 Läufe nur mit einem Auto absolviert. Weil jetzt heißt es, nach dem 5. Lauf, das war der letzte Renntag für den Porsche GT4, komplett umstellen, weil der Audi TT hat Frontantrieb und natürlich ein komplett anderes Rennkonzept. Aber dazu später mehr. Ich möchte mich auch nochmal für die vielen positiven Reaktionen bedanken, die wir in den letzten 2 Ausgaben von euch erhalten haben. Super, vielen lieben Dank dafür. Das ist genau die Motivation, um hier weiterzumachen und um euch weiter auf dem Laufenden zu halten und euch natürlich zu motivieren. Macht doch einfach mit und steigt ein in unseren Rookie-Race-Betrieb. Heute haben wir Folgendes im Programm. Wir berichten vom letzten Renntag in Mugello und da ging es wirklich heiß her und ich meine nicht nur das Wetter. Dann machen wir einen Sprung in die Eifel. Dort schauen wir mal, wie das Wetter wird. Die Eifel ist ja da immer etwas Besonderes. Wir stellen kurz den Audi TT Cup vor, was sind die Besonderheiten, und zum Schluss gibt es das angekündigte Exklusivinterview von Monchi 82MG. Starten wir mit dem Rückblick und schauen nach Mugello. Im Montagstraining zeigte sich schon, die Fahrer sind wieder mal heiß. Das hatten wir an den Rundenzeiten gesehen und hier war ganz klar die Vorgabe, wir knacken die 2 Minuten. Am Anfang fiel es noch schwer, aber dann auf einmal war es soweit und die ersten Fahrer schafften es, unter 2 Minuten zu bleiben. Die Motivation war heiß, das noch weiter zu verbessern, und tatsächlich schafften es 2 Fahrer sogar eine 1,58er Zeit hinzubrettern. Respekt, nicht schlecht, meine Herren. Ja, am Mittwoch startete, wie immer, der Rennbetrieb mit einem ersten Training. Man konnte sich wieder so ein bisschen auf die Rennstrecke einfahren. Pünktlich um 20 Uhr fing dann das Qualifying an. Nach 20 Minuten Qualifying schauten wir uns die Zeiten an. Und hier war es wirklich erstaunlich. Innerhalb der ersten 9 Plätze gab es nur einen Abstand von 1 Sekunde. Die Ausnahme bildete Yves Dock mit einer 1,58er Zeit auf der Pole Position. Aber ansonsten extrem eng. Das bedeutete natürlich fürs Rennen, das wird echt spannend und hier wird es wirklich einen harten Fight geben, und zwar um jede Position. Es gibt kein Spitzenfeld, die ersten 3, die vorne wegfahren und der Rest fährt hinten her, sondern wir haben es wirklich geschafft, eine homogene Gruppe zu finden, die wirklich ein sehr gutes Leistungsniveau hat und das in den Rennen und Qualifyings immer wieder bestätigt. Weil es so dicht zuging, haben wir uns entschlossen, erstmal ein Fahrerbriefing zu machen. Denn in Monza, in dem Rennen vorher, hatten wir leider das Problem, dass es gleich in der ersten und zweiten Kurve zu heftigen Unfällen kam. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil es ist ja vollkommen sinnlos, dort zu denken, das Rennen wird hier entschieden.
Also haben wir ein Fahrerbriefing gemacht und haben natürlich nochmal an die Disziplin appelliert. Und der Start verlief diesmal vollkommen problemlos. Ja. Alle Fahrer haben sich daran erinnert und haben rechtzeitig gebremst, haben niemand von der Strecke geschubst oder standen sogar quer. Dafür mein großes Dankeschön, dass das so gut funktioniert hat. Das Rennen nahm Fahrt auf und das Fahrerfeld fand schnell zu seinem Rhythmus. Vom ersten bis zum letzten Platz gab es spannende Zweikämpfe und das Fahrerfeld blieb relativ dicht zusammen. Berührung gab es in der Hitze des Gefechtes natürlich auch. Und der ein oder andere Überholvorgang war etwas zu ambitioniert angesetzt. Das endete leider im Kiesbett oder abseits der Strecke. Ärgerlich für die betroffenen Fahrer, aber alles in allem konnten alle Fahrer ohne größere Schäden weiterfahren. Hier zeigt sich, dass wir doch noch eher eine Anfängerliga sind, weil nämlich diese sehr motivierten Überholmanöver noch nicht richtig routiniert ablaufen und das ein oder andere Mal funktioniert es, aber leider funktioniert es auch nicht immer. Da müssen wir einfach noch ein bisschen dran arbeiten, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und ich glaube, alle Fahrer haben die Motivation, hier deutlich dazu zu lernen und das macht es auch so spannend in dieser Liga, weil die Fortschritte merkt man von Runde zu Runde mehr. An der Spitze entwickelte sich ein sehr spannendes Duell zwischen F0904 und EVEDOG. Das waren auch die zwei, die nach dem Qualifying sich Platz 1 und Platz 2 in der Startaufstellung teilen mussten. Und sie fuhren wirklich extrem spannend. Der Abstand betrug teilweise nur eine halbe Sekunde und das über viele Runden lang. Natürlich war das ein Ritt auf der Kanonenkugel. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis einer der Fahrer mal einen Fehler machen würde. Und so ist es dann auch passiert. Das führte dazu, durch eine kleine Berührung musste EVEDOG kurzfristig die Strecke verlassen. Zum Glück war der Schaden nicht so groß und er konnte sofort das Rennen wieder aufnehmen. Effe hat sich sofort entschuldigt und hat seinen Fehler eingestanden und beide konnten noch weiterhin ein spannendes Rennen bis zum Ende führen. Auch um den dritten Platz wurde hart gefightet. Die Fahrer Fossil HH und Rakete 27 lieferten sich bis zum Schluss einen sehr spannenden Zweikampf. Zum Schluss hatte Fossil HH hier die Nase vorn und Rakete 27 war über den vierten Platz mehr als zufrieden. Keineswegs langweilig war es auf den hinteren Plätzen ab Platz 5, 6, 7 und 8. Denn auch hier hatten die Fahrer einen harten Kampf gegeneinander ausgetragen. Ab zwei Drittel des Renngeschehens ließen allerdings die Vorderreifen, insbesondere der linke Vorderreifen, sehr stark nach. Und der Porsche rutschte sehr stark über die Vorderachse. Wenn man ein bisschen zu schnell in die Kurve gegangen war, ist man leicht aus der Kurve rausgerutscht oder hat natürlich einfach Nachteile bei der Rundenzeit gehabt und somit die eine oder andere Position nochmal riskiert oder sogar verloren. Mit diesen Widrigkeiten mussten natürlich alle Fahrer leben und nach langen 21 Runden konnten alle Fahrer erfolgreich die Ziellinie überfahren. Wie das Rennen ausgegangen ist, zeigt diese Grafik. Daraus ergibt sich folgender Punktestand in der Gesamtfahrerwertung. Bei noch ausstehenden 5 Läufen ist rechnerisch noch alles möglich und wir wünschen allen Fahrern weiterhin viel Erfolg. Schauen wir nun in die Eifel. Dort findet der 6. Lauf am Nürburgring statt. Und zwar auf der Sprint-Variante mit dem Audi TT Cup. Was das Auto kann, wie es aufgebaut ist und was die Fahrer erwarten wird, sehen wir im nächsten Bericht. Betrachten wir den Audi mit einem technischen Auge. Das Cup-Fahrzeug ist nach dem Audi Sport TT Cup Reglement aufgebaut. Der Aufbau der Rohkarosserie ist in Stahl-Aluminium-Hybridbauweise mit eingeweißter Stahlsicherheitszelle nach 4 Reglement entstanden. Der Motor besteht aus einem reinen Vierzylinder-Ottomotor mit Benzin-Direkteinspritzung, Abgas-, Turbo- und Technik, zwei oben liegenden Nockenwellen, ein Abgasreinigungssystem und einem Stahl-Rennsport-Katalysator. Es stehen 1984 Kubikzentimeter an Hubraum zur Verfügung. Daraus wird eine Leistung von 228 kW, 310 PS bzw.
Durch das Push-to-Pass-System stehen für 30 Sekunden 250 kW, 240 PS für Überholvorgänge zur Verfügung. Das Drehmoment beträgt über 400 Newtonmeter bei 1600 bis 4300 Umdrehungen in der Minute. Der Antrieb erfolgt über die Vorderräder. Eine Traktionskontrolle ASR ist verbaut. Die Kupplung besteht aus zwei elektrohydraulisch betätigten Lamellenkupplungen, die im Ölbad lagern. Es stehen 6 Gänge zur Verfügung, ein Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic mit Wippenschaltung. Weiterhin ist ein aktives elektrohydraulisches Vorderachs-Sperrdifferential vorhanden. Bei den Antriebswellen handelt es sich um Gleichlaufgelenkwellen. Das Fahrwerk besteht aus folgenden Komponenten. Die Vorderachse ist eine McPherson-Federbeinachse mit unteren Stahl-Dreiecksquerlenkern, Alu-Schwenklager, Stahl-Hilfsrahmen, Federbeine mit Schraubenfedern und einstellbaren Stoßdämpfern und einem einstellbaren Stabilisator. Die Hinterachse ist eine Vierlenker-Hinterachse. Stoßdämpfer mit Schraubenfedern, Stahlhilfsrahmen, Aluträgern und ebenfalls einem einstellbaren Stabilisator. Gebremst wird mit einer hydraulischen Zweikreisbremsanlage mit einstellbarer Bremsdruckverteilung an der Vorder- und der Hinterachse. Die Verzögerung erfolgt durch Stahlbremsscheiben vorne und hinten. Ein Renn-ABS wird ebenfalls eingesetzt. Die Größe der Felgen beträgt vorne und hinten 10 x 18 Zoll. Die Reifen 260, 660-18 oder vergleichbar groß. Das Mindestgewicht beträgt 1125 Kilogramm und der Tankinhalt beträgt 100 Liter. Das heutige Special ist ein Exklusivinterview mit Monchi 82 MG, was wir direkt nach dem Lauf in Mugello mit ihm führen konnten. Er wird uns verraten, was er von der Rookie-Liga hält und wie er sich so seine Zukunft vorstellt. Gerade beendet. Ich spreche jetzt hier live mit dem Patrick, dem Monchi 82 MG, so ist sein Künstlername. Und er hatte heute nicht so viel Glück in dem Rennen, musste öfters an die Box. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie der Rennverlauf so war. Ja, gut gestartet und wie immer das Auto in der zweiten, dritten Kurve wieder weggeschmissen, weil ich da wieder zu viel wollte und natürlich wieder dann letzter Platz. Okay. Wie war deine Boxenstopp-Strategie dann während des Rennens? Weil du hattest ja dann ungeplante Boxenstopps zu erledigen. Hast du da die Reifen gewechselt? Ich hatte nur einen ungeplanten Boxenstopp. Da habe ich eigentlich nur Reparaturen durchgeführt, weil das Auto komplett total Schaden war. Okay, stand das Lenkrad dann auch schief? Oder war die Scheibe gebrochen? Ja, Lenkrad stand schief. Also die Aufhängung war nicht mehr die beste. Okay, du bist ja jetzt auch hier frisch in die Rookie-Liga eingestiegen. Das war jetzt das 5. Rennen, das heißt seit 5 Wochen bist du aktiv dabei. Wie gefällt es dir so? Hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Nö, sehr gut. Du machst das sehr gut von der Organisation her und das macht auch Spaß. Auch wenn man Letzter wird oder so, dann ist das halt mal so. Dafür sind wir in der Rookie-Liga, um zu lernen, ne? Genau, richtig. Ich glaube auch, das Ziel, was wir hatten, einfach mal unsere Online-Rennkompetenz aufzubauen, das fahrerische Können, sich mit anderen während dem Rennen gut zu verstehen, im Sinne von faire Zweikämpfe. Ich glaube, das machen wir ganz gut in der Zwischenzeit. Auch heute war es ja super nach dem Start. Keine großen Crashes gab es, weder in der ersten noch in der zweiten Kurve. Ich glaube, das Fahrerbriefing, was wir gemacht haben, war nochmal ganz sinnvoll. Ja. Nächste Woche geht es ja dann in die Eifel, an den Nürburgring, auf dem Audi TT. Wie siehst du da so deine Chancen? Ich habe den Audi TT bis jetzt noch einmal gefahren und mal sehen. Mal sehen. Das Training wird es zeigen. Das nächste Woche ist ja noch was. Ja, ist ja noch eine Woche Zeit. Ja. Was mich besonders freut, ist, dass die Leute echt ehrgeizig sind und in der Zwischenzeit, glaube ich, jeden Tag trainieren, wenn sie Zeit finden, ja. Weil die Rundenzeiten sind echt phänomenal, die wir da in der Zwischenzeit abliefern. Und wenn man bedenkt, heute waren die ersten 9 Plätze innerhalb von einer Sekunde, ist das wirklich spannend und zeigt auch, dass das Niveau in dieser Rookie-Liga doch richtig gut ist und hier sich ein extrem gutes Fahrerfeld gefunden hat. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, die Leute untereinander finde ich sehr gut von der Chemie her. Also wir verstehen uns alle sehr gut und es macht auch Spaß. Man entschuldigt sich, wenn man einen Rennunfall hatte und sowas. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also keiner ist sauer auf irgendwen, weil der dem mal reingefahren ist. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und das macht auch genau, glaube ich, das Miteinander aus, dass hier auch
eine Kommunikation stattfindet. Ja, wir hatten ja jetzt hier das Duell an der Spitze zwischen Evdok und dem Effe. Und ich glaube, die haben da schon sportlich sehr verbissen geführt und haben sich danach ja auch nochmal ausgetauscht, weil die wohl nochmal Kontakt hatten. Und auch hier verlief das alles prima und ich glaube, wir sind da echt auf einem guten Weg. Ja, ich finde auch, so muss das sein. Ja, das passt. Super. An dieser Stelle vielen Dank für das kurze, spontane Interview, was wir geführt haben. Und wir sehen uns wieder auf der Rennstrecke. Alles klar? Alles klar, Bis immer wieder dann. gern. Jo, ciao, mach's Ciao. gut. Unsere Sendung ist leider wieder vorbei. Wir freuen uns. Daumen nach oben oder ein Abo. Das hilft uns sehr, um in die Zukunft weiterhin ein spannendes Programm anbieten zu können. Oder teilt das Format einfach mit euren Freunden. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei und sagt, coole Sache, da will ich gerne mal mitfahren, aber gleich jetzt in so einen Ligabetrieb einsteigen, da habe ich keine Lust. Das ist mir zu stressig, ich will mich ja nicht verpflichten. Kein Problem, denn wir fahren ja immer montags um 19:45 Uhr ein Training. Und da ist jeder herzlich willkommen, einfach mal reinzuschnuppern und zu schauen, ob es für ihn passt. Wir sind echt eine nette Truppe und wir reden nicht nur über Benzin auf der Strecke, sondern auch das eine oder andere private Wort wird mal ausgetauscht. Deswegen, wenn du ein Headset hast, nimm an unserer Party teil, lerne uns kennen und werde ein Teil von uns. Wir freuen uns auf dich. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.